Also, gut, zum dritten probieren wir es nochmal. Meine Strategie ist, mein bestes Judo zu zeigen und Vollgas zu zweiten. Wir haben jetzt eine gute Vorbereitung gehabt, weil auch im technischen Bereich noch mal gearbeitet. Darum hoffe ich, dass ich das mit meinem besten Judo jetzt abholen kann. Und ja, weiter. Ich denke, physisch und kräftemäßig bin ich jetzt sicher parat. Und wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, wie gesagt. Klar, es braucht immer noch ein bisschen Glück dazu an dem Tag und ansonsten einfach in die perfekte Wettkampfmut hineinpushen und dann kämpfen. Ich denke, wir haben ganz gute Chancen, dass wir auf die Medaille. Wir haben eine gute Mischung im Team zwischen jung und schon ein bisschen älter und erfahrener. Die Jungen sind sicher hungrig und können für gute Überraschungen sorgen. Dann ist es natürlich schade, dass Daniel Leicht das mal fehlt. Auch er wäre sicher einer der Top-Kandidaten gewesen. Aber ich denke auch mit Daniel Stump, der momentan in Topform ist, kann man einiges erwarten und es wird sicher spannend. Das war sogar noch besser gewesen. Siehst du, hat sich gelohnt.